Das folgende ist eine Fanzusammenfassung, die nur zur Unterhaltung dient, welche die Originalserie Sword Art Online nicht ersetzen soll. Sword Art Online gehört A1 Pictures, Peppermint Anime und Riki Kawahara. Bitte unterstützt den offiziellen Release. Hallo und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu Sword Art Online in Minuten. Heute mit dem Madara Rosario Argen. Falls ihr also noch nicht die anderen Parts euch angeguckt habt, oben im i ist eine Playlist verlinkt. Da könnt ihr euch Staffel 1 bis 3 angucken in Minuten. Sword Art Online in Minuten wurde vom YouTuber Ruffy inspiriert. Link zu seinem YouTube-Kanal unten in der Videobeschreibung. Es ist bald Weihnachten und das ist auch der Grund, warum dieses Video zur Weihnachtszeit kommt. Und das hängt nicht damit zusammen, dass es ein glücklicher Zufall ist. Kirito und Asuna haben ein Date in Aegils Bar. Sie sprechen über ihre Motivation, in SAO zu überleben. Aegil, dass er seine Frau mit dem Laden nicht allein lassen wollte. Kirito, dass er seine Familie wiedersehen wollte. Und Asuna erzählt, dass sie ihre Familie eigentlich gar nicht so sehr mag. Und Kirito derjenige war, welcher sie motiviert hat. Eggy erzählt von dem neuen Update, denn die 21. bis 30. Ebene soll bald in New Aincrad hinzugefügt werden und das am Heiligen Abend. Da Kirito, Asuna und Yui ihr Blockhaus auf der 22. Ebene haben wollen, stürzen sie sich natürlich alle gemeinsam in den Bosskampf der 21. Ebene und können tatsächlich auch den Boss gemeinsam besiegen. Als sie auf der 22. Ebene ankommen, kaufen sie sich sofort das Haus. Im Haus einige Tage nach Neujahr müssen sie einige Aufgaben für die Schule machen, werden aber von Kiritos Entspanntheit gemeinsam mit Pina und Yui in die Schläfrigkeit gezogen, wodurch sie fast alle einschlafen. Als sie wieder wach sind, erzählt Lisbeth, was in der Abwesenheit von Asuna passiert ist, welche nämlich mit ihrer Familie weggefahren ist und dort, wo sie waren, gab es für Asuna leider kein WLAN. Zudem wollten ihre Eltern auch noch Asuna mit irgendwelchen anderen Typen verkuppeln. Lisbeth erzählt von einem starken Spieler, welcher auf der 24. Ebene gegen Leute kämpft und diese einen nach dem anderen fertig gemacht hat. Sogar Lisa und Lis haben gegen diesen Spieler gekämpft und verloren. Der Sieger soll einen Original Sword Skill bekommen mit einer 11-Hit-Combo. Den besten hatte vorher Eugene mit einer 8-Hit-Combo. Sogar Kirito hat es versucht und verloren. Als die beiden gegeneinander gekämpft haben, meint Lis, dass Kirito irgendwas zu dieser Person gesagt hat und danach wurde er mit einer einzigen Attacke besiegt. Lisbeth glaubt, dass Kirito sowieso nicht ernst gemacht hat und sich zurückgehalten hat und dass er sowieso nur 100% geben würde, wenn etwas auf dem Spiel steht. Aber Lifa meint, er habe 100% gegeben und auch diesen Kampf ernst genommen und dennoch verloren. Asuna glaubt, dass diese Person sich eventuell aus Sword Art Online rüber konvertiert hat, da es bekannt ist, dass diese Person sich aus einem anderen Spiel konvertiert hat. Doch genau diese Sache hatte Lisbeth Kirito gefragt. Der antwortet damit, dass wenn Seken in SAO gewesen wäre, hätte Seken die Beidhändigkeit bekommen und nicht er. Asuna ist interessiert und will es dennoch selbst einmal versuchen. Asuna will also nun gegen Seken auf der 24. Ebene kämpfen, doch vorher muss sie sich ausloggen. Als sie wieder am Meer ist, verabschiedet sie sich von der Haushälterin, muss aber mit ihrer Mutter zum Abendessen. Dabei erwähnt die Mutter, dass diese Schule nicht das Richtige für Asuna ist und dass sie so schnell wie möglich auf eine andere Schule gehen soll und die Zeit aufholen sollen, denn ihre ehemaligen Mitschüler haben am Ende des Schuljahres ihren Abschluss. Zudem soll Asuna so schnell wie möglich an die Uni gehen. Zudem soll sie auch jemanden Vernünftigen heiraten, der genug Kapital hat und nicht diesen Jungen. Asuna ist sauer, dass ihre Mutter überhaupt nicht versteht, was sie fühlt und gegen ihre eigenen Entscheidungen ist. Asuna verlässt das Zimmer, in dem sie ihre Mutter disst. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend, kannst nichts dafür, wahrscheinlich sind deine Eltern nicht zufrieden mit dir. Asuna meint, dass sie nur in SAO stark sein konnte, aber im Real Life ist sie schwach. Am nächsten Tag trifft sie sich mit Kirito in Alpha Helm, um mit ihm darüber zu sprechen, was er zu Seken gesagt hat. Kirito meint, er habe zu Seken gesagt, sie sei ein Kind dieser Welt. Wie Kirito das gemeint hat, will er aber nicht verraten. Als Asuna ankommt, gewinnt Seken gerade den 67. Kampf in Folge. Aber in Wahrheit ist Seken Ganondorf. Oh ja! Spaß, sie ist ein Mädchen.
Asna denkt, dass Kirito sich zurückgehalten hat, weil sie ein Mädchen ist und wirft ihr einen bösen Blick zu. Doch Kirito meint, er habe 100% gegeben. Eigentlich will Asna den Kampf gar nicht bestreiten, doch ihre Freunde drängen sie dazu. Nachdem die beiden ein 1 vs. 1 Duell auf dem Boden ausgemacht haben, beginnt der Kampf. Tatsächlich ist Yuki Asna haushoch überlegen, doch dann legt Asna tatsächlich ihre Zweifel ab und der Kampf ist tatsächlich auf Augenhöhe. Doch dann macht Yuki ebenfalls ernst und haut eine extrem starke Combo raus und kurz bevor Yuki tatsächlich dieses Duell gewinnt, stoppt sie. Yuki zieht nämlich Asna aus der Gruppe hinaus und persönlich sagt sie zu Asna, dass sie ihr helfen soll. Yuki nimmt Asna mit zu ihrer Gilde, die Sleeping Knights. Dabei lernt sie die anderen Mitglieder kennen und das sind... Ach, wer will das überhaupt wissen? Das ist sowieso nur Kanonenfutter. Die Gruppe erzählt, dass sie nicht mehr lange zusammen ist, da sie bald im RL zu beschäftigt sind. Und deswegen wollen sie noch einmal gemeinsam gegen den Boss der 27. Ebene kämpfen und ihn gemeinsam besiegen. Doch dafür brauchen sie noch irgendjemand Starkes. Als Asna fragt, warum sie nicht Kirito gewählt hat, meint Yuki, Kirito kennt ihr Geheimnis. Auch wenn Asna meint, in SEO hätte so ein gefährliches Vorhaben nie zugestimmt, da es zu gefährlich wäre, aber dadurch, dass es nicht mehr Sword Art Online ist, geht es ja hierbei um Spaß und deswegen stimmt sie zu. Als Asna abends durch die Stadt von Alpha Haim läuft, wird sie plötzlich automatisch ausgelockt, denn ihr Strom wurde von ihrer Mutter abgezogen und sie landet wieder im Real Life, da Asna nämlich erneut zum Spiel zum Essen kam. Auch wenn das eventuell mies klingt, aber in dieser Hinsicht kann ich die Mutter sogar verstehen. Asna hingegen ist aber sauer und verweigert das Essen und verlässt kurze Zeit später auch das Haus. Am nächsten Tag gehen sie zusammen zum Boss, um ihn auszukundschaften. Doch andere Spieler verstecken sich und meinen, dass sie eigentlich nur auf ihre anderen Leute warten und verschwinden danach. Als sie im Bosskampf drin sind, um Informationen zu sammeln, sterben sie leider alle. Aber nachdem sie wiederbelebt wurden, ruft Asna alle zusammen, denn ihr ist etwas aufgefallen. Yuki und Kanonenfutter haben auch schon versucht, die 25. und 26. Ebene versucht zu besiegen, aber sind dabei gescheitert, denn immer wieder kam ihr eine andere Gilde zuvor. Asna glaubt, dass nämlich die Sleeping Knights nur als Lockvogel gedient haben, damit die andere Gilde den Boss besiegen kann. Asna will nun dieses Mal schneller als sie dort sein. Als sie tatsächlich dort ankommen, ist eine andere Gilde dort und sie meinen, dass sie noch eine Stunde brauchen, bis ihre Freunde kommen. Außerdem wollen sie auch nicht die Sleeping Knights plus Asna vorbeilassen. Daraufhin greift Yuki die Gruppe an und will kämpfen. Plötzlich taucht aber die andere Gilde tatsächlich auf. Doch blitzartig löst sich eine Person von dieser Gruppe, stellt sich vor den Mob. Es ist eine bekannte Person. Es ist Kirito. Kirito will nun alleine gegen die Gilde kämpfen, dabei wird er aber auch von Klein unterstützt. Als Asna zu ihm rüberguckt, gibt Yui dem Video einen Daumen nach oben. Ihr solltet Yuis Beispiel folgen, dem Video ebenfalls einen Daumen nach oben lassen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dank Asnas Schwertechnik können sie tatsächlich durchkommen. Sie sprechen sich ab und legen los. Währenddessen spricht Yuki Asna immer wieder mit Onee-chan an, also mit Schwester. So auch im Bosskampf, der eigentlich ganz gut aussieht, bis Asna die Schwachstelle des Bosses erkennt und Yuki dies mitteilt. Mit ihrer Elf-Hit-Kombo kann sie dann schlussendlich auch den Boss besiegen. Sie haben es geschafft und wollen die ganze Sache in einem Restaurant feiern, aber Asna schlägt vor, das in ihrer Holzhütte zu feiern. Zwar ist Yuki davon zuallererst begeistert, doch dann weicht ihre Freude aus ihrem Gesicht. Als Kanonenfutter A versucht ihr das zu erklären, dass sie dort nicht feiern können, hält Yuki sie auf und meint, es wäre kein Problem. In der Hütte angekommen steht auch schon Essen und Trinken bereit, welches von Kirito und Yui vorbereitet wurde. Kirito hat Essen gekocht? Naja, okay, Yui hat ja damit geholfen, zumindest ist es vielleicht etwas genießbar. Asna möchte nun den Sleeping Knights beitreten, um mehr über Yuki zu erfahren. Aber sie meint, dass sie sich ja in Frühling auflösen, könnte sie nicht beitreten. Dennoch möchte Asna unbedingt mehr über Yuki erfahren. Asna meint, sie sollten unbedingt zum Turm gehen, um sich ihre Eingravierungen angucken. Als sie dort ein Foto machen, spricht Yuki Asna erneut wieder mit Schwester an. Und dieses Mal spricht Asna sie darauf an und dass sie sich durchaus geschmeichelt fühlt. Daraufhin fängt aber Yuki plötzlich an zu weinen und lockt sich aus ALU aus. Irgendwie kommt mir die Szene bekannt vor.
Asna sitzt in der Taverne, als Kanonenfutter A reinkommt. Asna kann Yuki nicht mehr erreichen. Sie glaubt, dass sie ihnen zu lästig war. Aber Kanonenfutter A meint, dass das überhaupt gar nicht stimmt. Sie spricht aber in Rätsel und verschwindet. Sympathisch. In der Schule treffen sich Kirito und Asna auf dem Dach. Wie alle Anime-Charaktere? Kirito weiß, dass sie von der Gilde abgelehnt wurde. Und er weiß außerdem auch, wo sich Yuki befindet. Wegen Heisen. Asna geht in ein spezielles Krankenhaus. Dort trifft sie, nachdem sie erwähnt hat, wer sie ist, auf den behandelnden Arzt von Yuki Kono. Dieser erzählt Asna erst einmal von den Midi-Cuboids. Übrigens einer der Gründe, warum ich diesen Arc sehr mag. Um es mal kurz runterzubrechen, Menschen, die ans Krankenbett gefesselt sind, können damit Full-Driven. Der Arzt meint, es wird besonders in der Sterbehilfe verwendet. Nun erfährt Asna auch die Geschichte um Yuki. Um es kurz zu halten, sie hat HIV, und zwar eine besonders aggressive Variante, welche immun ist gegen übliche Medikamente. Die ganze Familie ist sogar davon betroffen. Dabei starben ihre Eltern vor 2 und ihre Zwillingsschwester Aiko vor 1 Jahr, welche eine ähnliche Aura wie Asna hatte. Zudem befindet sich Yuki seit dem SAO-Vorfall im Gerät. Trotz Bedenken wollte sie unbedingt die VR-Welten erkunden. Denn sie wollte weiterhin HIV-positiv bleiben. Deswegen dived sie tatsächlich jetzt schon seit 3 Jahren, 1 Jahr länger als Kirito und Asna. Zudem befindet sie sich im Endstadium ihrer Krankheit. Nachdem Yuki erfährt, dass sich Asna weiterhin mit ihr treffen möchte, lockt sich Asna wieder in Alpha Helm ein. Dort treffen sie sich gemeinsam beim Baum und umarmen sich. Yuki erzählt, dass ihre Sleeping Nights Gilde einmal aus 9 Mitgliedern bestand und dass sie sich alle aufgrund eines Krankenhausprogramms kennen. Von diesen 9 Mitgliedern sind mittlerweile 3 gestorben, unter anderem ihre Zwillingsschwester Aiko. Jetzt haben 2 nur noch 3 Monate zu leben und deswegen wollten sie nach dem nächsten Tod ihre Gilde auch auflösen. Yuki ist froh, Asna getroffen zu haben. Auf Asnas Nachfrage hin, was sich Yuki wünscht, antwortet sie, dass sie gerne einmal in die Schule gehen möchte. Oh! Ew! What the fuck? Asna meint, es gebe sogar eine Möglichkeit, dass sie das kann. Dank der Erfindung von Kirito kann Yuki in die Schule von Asna gehen. Dabei ist Yuki natürlich HIV-positiv begeistert. In der Schule dann selbst muss sie im Unterricht etwas vorlesen und alle sind begeistert, wie gut sie dann tatsächlich auch vorlesen kann. Nach der Schule bringt Asna sie zu ihrem alten Haus, wo sie gemeinsam 1 Jahr mit ihrer Familie gelebt hat. Asna meint, dass sie von Yuki beeindruckt ist, dass sie ohne große Zurückhaltung mit anderen Menschen reden kann. Daraufhin meint sie: Weißt du, ich meine, ich habe ja auch nicht mehr viel Zeit. Sie wäre total vergeudet, wenn ich doch immer nur zurückhaltend wäre. Es macht mir wirklich nichts aus, gehasst zu werden, wenn ich jemanden mit vollem Karacho vor den Kopf stoße. Es ist ja nichts dabei, solange ich nicht die Gefühle von jemandem verletze. Yuki meint aber, dass sie überhaupt gar nicht stark ist, sondern Asna. Und wenn sie mit dem gleichen Elan, wie sie Yuki gesucht hat, mit ihrer Mutter redet, schafft sie das ebenfalls. Das möchte Asna dann gleich zu Hause in die Tat umsetzen und redet mit ihrer Mutter. Und sie möchte, dass sie nach A.L.O. dive. Tatsächlich kann sie ihre Mutter überreden und sie diven gemeinsam nach Alpha Helm. In der Holzhütte erzählt, dass sie das Haus an das Haus von ihrer Oma und Opa erinnert und dass sie eine Person werden möchte, welche andere Menschen unterstützen kann. Daraufhin weint ihre Mutter und am nächsten Tag im RL darf dann Asna auch auf der Schule bleiben. Alle haben gemeinsam eine schöne Zeit mit Yuki und ihrer Gruppe. So besiegen sie zum Beispiel den Boss der 29. Ebene gemeinsam. Und es gibt auch einen weiteren Kampf zwischen Kirito und Yuki. Im Anime sieht es so aus, als würde Kirito den Kampf gewinnen, doch durch Time-Up gewinnt Yuki diesen Kampf. In der Light Novel ist es aber so, dass Yuki den Kampf gegen Kirito gewinnt, ohne Time-Up. Yuki und Asna haben gemeinsam viel Spaß. Dabei bleibt Yuki immer HIV-positiv. Doch 3 Monate später verschlechtert sich der Zustand von Yuki dramatisch. Als Asna im Krankenhaus ankommt, meint der Arzt, dass Yukis Herz sogar schon einmal stehen geblieben ist und dass sie nicht mehr lange zu leben hat. Yuki kann Asna im RL sagen, dass sie Asna noch einmal in A.L.O. sehen möchte. Dort übergibt Yuki ihr den Original Sword Skill, Mada Rosario, welche sie Asna in ihren Armen überreicht. Yuki merkt, dass sie nicht mehr lange zu leben hat. Und dann kommen sogar noch alle Spieler
um sie zu verabschieden. Kirito und die anderen, die Sleeping Knights, alle Gilden, alle Rassen kommen, um Yuki zu verabschieden. Als Yuki sieht, wie viele Spieler um sie herum ist, ist sie glücklich, denn ihr Leben hatte trotz ihres Schmerzens tatsächlich einen Sinn. Und daraufhin stirbt Yuki. Tja, jetzt ist wohl Yuki nicht mehr HIV-positiv. Das ist nicht lustig, AIDS ist nicht lustig, Sterben ist nicht lustig, also halt dein Maul! Auf der Beerdigung trifft Asuna auf Kanonenfutter A, welcher erzählt, dass sie und die anderen Sleeping Knights auf dem Weg der Besserung sind und dass sie die Krankheit besiegt haben. Auch Kirito und der Arzt kommen hinzu, welcher erzählt, dass die Medicu Boys von Rinko finanziert wurden. Und Kirito merkt an, dass es damit bedeutet, dass Kaya bei Akihiko die Medicu Boys finanziert hat. Und was ist mit Yuki? Nun, sie ist ja gestorben. Damit wurde sie natürlich auch geisigkeit. Versteht ihr? Das ist lustig, weil sie im Japanischen die gleiche Synchronstimme hat wie Yuki.